Mit einem Vorstoß gegen die Ökosteuer hat Bundeswirtschaftsminister Clement den Koalitionsstreit um die Energiepolitik weiter angeheizt. Der Berliner Zeitung sagte er, wenn 2006 oder 2007 der Emissionshandel funktioniere, müssten die Ökosteuer und andere Instrumente auf den Prüfstand. Der stellvertretende Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Loske, kritisierte, wer die Abschaffung der Ökosteuer wolle, der müsse den Beitragssatz zur Rentenversicherung um 2 Prozentpunkte erhöhen. Das wäre, so Loske wörtlich, ein regelrechter Jobkiller. Tausende Kurden aus mehreren europäischen Ländern haben in Hannover ihr Neujahrsfest Newroz gefeiert. Nach einem Zug durch die Innenstadt versammelten sie sich zur zentralen Kundgebung auf dem Schützenplatz. Nach Angaben der Polizei verlief die Veranstaltung ohne Zwischenfälle. Mit der Newroz-Feier begrüßen die Kurden das neue Jahr und den Frühling. Bei den Wahlen auf Taiwan ist Präsident Chen Shui-bian von der Demokratischen Fortschrittspartei mit knapper Mehrheit im Amt bestätigt worden. Ein gleichzeitig abgehaltenes Referendum über das Verhältnis zur Volksrepublik China scheiterte wegen zu geringer Wahlbeteiligung. Peking, das in der Inselrepublik eine abtrünnige Provinz sieht, hatte die von Chen initiierte Volksabstimmung als Provokation bezeichnet. Jubelparty bei den Siegern, lange hatten sie gezittert. Am Ende lag Amtsinhaber Chen nur um knapp 30.000 Stimmen vorn. Dann rief er seine Gegner und auch die Machthaber in Peking zur Zusammenarbeit auf. Der Wahltag sei vorbei, nun gelte es, Taiwan weiter voranzubringen. Zugleich sollten die Taiwanesen auf Wunsch Chens in einer Volksbefragung für neue Verteidigungsausgaben stimmen und China wegen seiner Raketenarsenale, mit denen es Taiwan bedroht, symbolisch verurteilen. Das Referendum scheiterte jedoch an mangelnder Beteiligung. Dass Chen seine Wiederwahl auch einem Sympathieeffekt verdankt, ist nicht ganz auszuschließen, nachdem er am Vortag mit Glück ein Attentat überlebte. Dennoch, die meisten Wähler hatten sich vorab schon festgelegt. Chen hat stets für Taiwans internationale Anerkennung gekämpft, sagt sie. Andern ist ein Wirtschaftsaufschwung wichtiger. Ich habe einen Betrieb, sagt er, die Opposition hilft mir da mehr. Die gab sich am Abend eher zornig und versprach, den knappen Sieg des Präsidenten mit Juristenhilfe anzufechten. Chens Rechnung, die Wahl mit einem Protestsignal an China zu verbinden, ist zwar nicht ganz aufgegangen, dennoch wird Peking weiter damit leben müssen, dass sich Taiwan nicht unterkriegen lässt. Vorausgesetzt freilich, das Wahlergebnis hat Bestand. UN-Generalsekretär Annan hat die Industrieländer dazu aufgerufen, sich stärker für den Klimaschutz zu engagieren. Mit Blick auf den morgigen 10. Jahrestag des Kyoto-Protokolls lobte Annan zwar Fortschritte, etwa bei der Nutzung alternativer Energien. Der Ausstoß von Treibhausgasen wie Kohlendioxid habe aber in einigen Ländern wieder zugenommen. Dürren und Überschwemmungen in vielen Regionen ließen erahnen, welche Katastrophen durch den Klimawandel noch zu erwarten seien.